Wir gucken uns das Spektakel hier mal so ein bisschen hinterm Baum an. Was haltet ihr davon? Oh, oh. Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Ich bin der Lars und das da, das ist Dead by Daylight. Wie ihr sehen könnt, jetzt über mir, befinden wir uns wieder auf dem Testbild-Server. Es wurde nämlich gestern der neue Killer veröffentlicht mit der neuen Map und dem neuen Survivor. Das ist übrigens der neue Survivor hier, Jane Romero. Die Devs bezeichnen sie selber als ihre Oprah, ein ehemaliger TV-Host, Self-Made, Frau, extraordinär. Irgendwann, wie alle anderen Überlebenden, auch einfach verschwunden und der Entität einheimgefallen. Aber wen interessiert Jane Romero? Wir interessieren uns nur für den Killer. Mittlerweile ja schon Old News. Wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, habt ihr es schon irgendwo anders gesehen. Wir haben es mit, hoffentlich, mit der Seuche zu tun. Bisher habe ich noch kein Anzeichen dafür gesehen, dass sie es wirklich ist. Dann müssten hier nämlich überall so kleine Fontänen sein. Aber die habe ich bisher noch nicht gesehen. Ah, irgendwas leuchtet. Doch, es ist die neue. Wir erkennen es hier daran, das ist nämlich ihr Perk. Die ersten 2 Minuten im Spiel kann sie die Generatoren, die am weitesten von ihr entfernt sind, einfach mal so wegblocken. Das ist eine ziemlich krasse Sache gegen den Gen Rush. Der neue Killer ist die Seuche. Eine hohe Priesterin, eine etwa 4000 Jahre alte hohe Priesterin aus dem alten Babylon. Selber völlig verwarzt von irgendeiner mysteriösen Seuche. Läuft sie durch die Gegend und wir werden es hoffentlich gleich sehen. Rotzt Leuten verseuchte Kotze ins Gesicht. Eine ziemlich lustige Spielmechanik. Da war sie schon. Sieht sehr witzig aus. Ja, die ist sehr, sehr groß und sie sieht sehr, sehr hübsch aus. Sie hat so einen goldenen Schmuck überall, über ihrem verwarzten, virusdurchlöcherten Körper. Sie trägt einen großen Weihrauchschwenker, um ihren eigenen Gestank zu überdecken. Und wenn sie so rumgollert, so 20 Meter im Strahl kotzt, dann, wir müssen auch mal einen Generator suchen, ne? Wenn sie so rumgollert, da ist eine von diesen Fontänen, dann kann sie Leute anschwallern und die werden dann krank und fangen an zu husten. Wenn die sich anstrengen, also sprich Generatoren machen oder laufen, dann werden sie immer kranker. Und wenn das Krankheitsrädchen voll ist quasi, dann müssen sie am laufenden Meter göbeln und infizieren selber alles und jeden. Um das zu verhindern, kann man sich an diesen Fontänen, die da hinten sind, dann wieder reinwaschen. Diese Fontäne wird dann allerdings rot, sie wird korrupt. Und da kann der Killer dann hingehen und sich die schöne Korruption da rauslutschen. Und dann wird aber mit rotem Strahl gekotzt. Hier ist so eine korrupte Fontäne. Und wenn mit rotem Strahl gekotzt wird, dann werden die Survivor, die davon getroffen werden, direkt verletzt, als würden sie eine mit einem Weihrauchschwenker über den Kopf gezogen kriegen. So, wir machen mal einen Generator, wir müssen ja auch mal was Nützliches machen. Hier links unten seht ihr bei Boba und bei Uwe, die sind schon angegollert worden. Der Uwe hat jetzt den Broken-Status, das passiert, wenn er selber in dieses Kotzen reinkommt. Dann Broken kann man ihn nicht mehr hochheilen, bis er sich selber an so einer Fontäne sauber gewaschen hat. Der Boba, der ist gerade am Rennen oder macht irgendwas, der ist auch kurz vorm Broken. Man muss halt mächtig aufpassen. Man kann das am Anfang alles so schön ignorieren und nicht ernst nehmen, wenn die da so schwallernd und göbelnd durch die Gegend marodiert. Aber ganz schnell ist das mal so, dass alle 4 broken sind. Sie dann rot im Strahl kotzt und einfach mit ihrer Flächenwaffe einfach alles niedermäht und schon hat man verloren. Also nicht zu unterschätzen. Auf jeden Fall eine unglaublich spaßige Spielmechanik, wenn man selbst hinter dem Göbelorgan agieren darf. Das Schönste, finde ich, ist, jemanden an den Haken zu hängen und ihn dann nochmal so richtig husten mit Würfelhusten. Das macht einen Riesenspaß. Also diese Göbelmechanik ist toll. Inwiefern der Killer dann auch irgendwie im Endgame was zu bieten hat. Ich persönlich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Stopping Power, aber ich glaube, das liegt dann auch daran, dass man den nicht richtig spielt. Es gilt halt wirklich, so viele wie möglich zuzukotzen, sodass sie die Fontänen für einen verseuchen. Und dann hat man halt überall diese Power-Ups stehen, mit denen man einfach mal in Supermodus schalten kann, bei Bedarf. So, ich habe hier so einen Heilomatik. Renn doch nicht weg. Ja, da kommt die Göbelkönigin. Gucken wir uns mal an. Ihr seht, da wird so richtig schön in Grün durch die Gegend
geschwallert. Da hat es die Mac auch schon erwischt. Die zwei haben Spaß. Hätte ich auch an der Stelle. Ich möchte jetzt nicht unbedingt angekotzt werden, aber wir gucken uns das Spektakel hier mal so ein bisschen hinterm Baum an. Was haltet ihr davon? Oh, oh. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Nee, hat sie nicht. Und sie sieht unglaublich schön aus, wie sie die Hand so abstreckt. Ich finde, das ist eine hübsche, muss man so sagen. So, hier, guck. Wir gucken uns das mal an. Die Feng, die macht sich sauber. Und was dann passiert? Das ist relativ spektakulär. Blub, bläh, sie ist ihren ganzen Goller los. Wir haben hier so ein Power-Up erschaffen. Und wenn die Göbelkönigin sich daran labt, dann fängt ihr auch an, so richtig schön rot zu leuchten. Und wie gesagt, dann kommt halt das Bluterbrochene in deine Richtung geflogen. Es ist ein Vergnügen. Wir machen mal ein paar Generatoren. Wir dürfen ja hier über das schöne Kotzen nicht vergessen, weswegen wir hier sind, nicht wahr? Ja, über Jane Romero lässt sich nicht viel sagen. Die hat drei neue Perks, Überraschung. Ich habe jetzt ihren, ich weiß nicht, wie er heißt, genommen, der ihr ermöglicht, wenn sie 3 Sekunden im Schrank gestanden hat und der Killer meint, Peekaboo spielen zu müssen, dann kann sie aus dem Schrank so rauspreschen und den Killer dabei stunnen. Das ist leider weder mir noch Todde gelungen. Wir preschen in der Regel nicht aus Schränken raus. Keine Ahnung. Oh, hi, Claudie. Was wir da falsch machen, müssen wir nochmal gucken. Dann hat sie noch so einen Perk, der ihr ermöglicht, wenn sie einen Generator frisch gemacht hat, dann hat sie danach 6 Sekunden keine Scratches. Das ist persönlich, finde ich, der größte Mist, also nicht der größte, aber ein ziemlicher Mist, den die sich da ausgedacht haben. Und der dritte Perk, der ist ziemlich cool. Ich glaube, der kann coole Synergieeffekte haben. Nämlich, wenn man andere heilt, dann heilt man sich dabei in einer Ratio 1 zu 0,4 selbst. Also 40% Heilung holt man sich dann selber ins Haus. Das sehe ich tatsächlich in zukünftigen Builds. Da kann man was mitmachen. Das finde ich ganz cool. Ja, was kann die Göbelkönigin noch so? Außer die Generatoren mit Entity zu warzen. Und jetzt hat sie mich. Das hat sie gesehen. Ich muss mal rennen. Ich werde angekotzt. Blablabla. Fuck. Scheiße. So, jetzt seht ihr unten, bei mir läuft der Timer. Ich lasse mich, glaube ich, nochmal ein bisschen an. Genau. Je mehr sie mich angöbelt, desto schlimmer werde ich verseucht. Je mehr ich laufe, desto mehr verseuche ich mich selbst. Würde ich mich jetzt an den Generator setzen, wäre das solche Rama perfekt. Ich werde mal meinen Perk nutzen. Das hat wieder nicht geklappt. Ich weiß nicht, habt ihr unten auf die Uhr geguckt? War der Perk schon aktiv? War ich hier lang genug drin? Ich glaube nicht. Ich habe da Schwierigkeiten mit. Tja, so locker Perks. Ich bin sicher, da kann man auch einen ganzen interessanten Bild mit bauen. Ich weiß persönlich noch nicht wie. Ach, guckt euch die mal an, wie hübsch die ist. Ich finde die wirklich wahnsinnig schön. Mal abgesehen von den Pusteln und dem Eiter überall. Aber das ist mal ein richtig cooles Design. Ich bin da total begeistert. Sie könnte mich jetzt auch angüllern. Wenn mich jetzt jemand rettet, würde der sich dabei selber infizieren. Sie kann Generatoren ankotzen. Sie kann sogar derzeit noch den Ausgangsschalter ankotzen. Sie kann alles Mögliche ankotzen. Und wenn die Survivor damit interagieren, dann werden sie halt infiziert. Es ist eine Freude. Ich bin in vollem Göbelmodus. Ich brauche jetzt hier so eine Fontäne. Ich kann ja mal spaßeshalber, wenn ich einen Generator finde, würde ich den... Na, würde ich den angöbeln? Doch, wir finden das lustig. Wir haben das ja schon gesehen, was mit der Fontäne ist. Wir göbeln mal Dinge an. Würde ich jetzt hier in den Schrank reingehen? Passiert nichts. Okay. Ich hatte das nämlich vorhin, da war ich arg verseucht, bin in den Schrank reingegangen und der ganze Schrank fing sofort an zu stinken und sah grün aus. Wie gesagt, ich glaube, die Devs haben da eher wieder die Freude am Rumspielen im Kopf gehabt. Und ich muss sagen, also momentan noch, huch, wer hat den denn gemacht? Ich? Ja, ich heile mich mal selbst. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Killer. Noch im guten Sinne, muss ich sagen. Keine Ahnung. Bläh. Jetzt habe ich hier rumgekotzt. Ob die Seuche Staying Power hat,
keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ob die sich schlussendlich durchsetzt, uns erhalten bleibt. Keine Ahnung. Der Generator hier ist auch schon fertig. Wo ist denn der letzte? Ich möchte irgendwas ankotzen. Ich möchte irgendwas verseuchen. Sind hier irgendwo noch Gens? Ach, ich mach mal hier ihr Tote. Wo ist sie? Um die Ecke? Da. Da unten war ich gerade. Da oben war ich gerade. In dem Haus vielleicht. Das könnte sein. In dem Haus könnte was sein. So, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt auch nur... Achso, ich bin schon längst broken. Ja, ich bin ein bisschen zu viel durch die Gegend gelaufen. Das heißt, man kann mich nicht mehr hochheilen. Das Haus ist zu. Super, Ausgang ist offen. Blöd. Das Schöne am PTB ist ja immer, hier ist alles wurscht. Ob man gewinnt oder nicht, die Punkte bleiben einem eh nicht erhalten. Man kann einfach hemmungslos ausprobieren, man kann Spaß haben. Ich höre sie sehr wohl kommen, aber... Da wird gleich gegollert. Aber das wird ihr nichts nützen. Ich bin ja schon völlig zu geschwallert. Rennen! Au. Das war ein YOLO-Save vor dem Herrn. Aber wie gesagt, PTB. Egal. Rettet mich jetzt jemand? Ja, da kommt die tapfere... Was bist du? Boah, tatsächlich, ich glaube, die hübschmöglichste Nia, die es gibt. Und das muss echt was heißen. Hallo? Hallo? Mann. Also, die 2 Zentimeter hättest du mich ja auch noch hochheilen können, oder? Also, es ist... Hä? Es ist relativ schnuppe, ob wir rauskommen. Aber wir sollten es zumindest probieren. So, mach mal hier dieses Tor auf. Jemand anders rette mal die Claudi. Boah. Boah, siehst aber nicht gut aus, Mädel. Bist du... Wollen wir noch Lust rumzumachen? Ach, die Reaktion sehe ich öfter auf die Frage. So. Und die anderen? Wo seid ihr so? Ach, jetzt wird noch gereizt. Okay, reizen. Nettes Spiel. Schaffe ich es vielleicht noch zur Fountain? Müssen wir mal gucken. Wow. Wir müssen den Kotzestrahl nochmal zeigen. Hier. Ich bereite nochmal hier nochmal das Power-Up. Boah. Ich habe ausgegollert. Hey. Solche. Komm, hier. Mädel. Jawohl. So, jetzt kommt der Seuchestrahl. Schieß, schieß. Na los. Ja, ziemlich verheerend. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Dann hinterlässt man der guten Frau nämlich eine ganze Menge super Power-Ups, damit sie dann im Zweifel auch eventuell Survivor, die da im Ausgang rumlurchen, reihenweise einfach umschlobbern kommen. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und hübsch ist sie. Hübsch ist sie. So. Mal gucken, ob ich gerettet werde, sonst, wenn ja, hüpfe ich einfach raus. Ah, die gute Claudi. Geh mal aus dem Weg, Claudi. Das sollte man so nicht machen.
Ja, Stopping Power hat das leider nicht. Autsch. Au. Das ist ein bisschen unfair jetzt, oder? Nicht doch. GG, well played. Schöne Frau. Zumindest einseitig schöne Frau. Riecht ein bisschen streng. Aber das sind wir ja von der Huntress schon gewohnt. Und zumindest den Todde stört's ja nicht. Da sind wir auch. Ein verdientes GG, well played. Fun Killer. Have a nice day. Have a nice day. Heute nicht mehr. So. Was haltet ihr denn von der Plage, der Seuche? Was haltet ihr von Jane Romero? Ich habe euch gar nicht alle Perks aufgezählt, aber naja gut, ihr werdet euch wahrscheinlich informieren. Die Map habt ihr noch nicht gesehen. Mal gucken, ob ich da noch ein Videochen nachschiebe. Lasst doch mal einen Kommentar da. Gerne auch ein Like, ein Abo. Wie auch immer, drückt das Glöckchen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal reingehauen.